Okay, hier haben wir 100%. Den einen könnten wir halt legen. Aber ich möchte mich hier echt in Deckung begeben. Boah, wir haben es echt ein bisschen verkackt hier oben. Mal sehen. Okay, bin unterwegs. Hier zurück in Deckung. Er kann hier nichts mehr ausrichten, also niemanden mehr sehen. Dann, oh komm, das geht, das geht. Ich habe es gesehen, dass es geht. Lass mich die Granate hier runterschmeißen. Irgendwo habe ich getroffen vorhin. Ja, hier wäre der Punkt wieder gewesen. Komm schon, den Punkt finde ich doch noch. Ah, das geht nicht. Okay. Okay, also mal weiter. Weiter im Takt. Was machen wir hier? 59. 60 hier bei dem Sektoiden. Boah, es ist wieder echt schwierig, Leute. Es ist echt schwierig. Hallo. 48 hier drüben. 48%, das hat sehr, sehr wenig. 0% auf kritische Treffer. Das reicht nicht aus. Leute, das reicht nicht aus. Wieso habe ich bloß den anderen... Ah, den zweiten, den hätte ich da oben. Komm, ich hole mir mal den einen hier. Einer ist erledigt. Unser Sniper da auf dem Dach, der sollte halt nicht so... Das ist jetzt echt scheiße. Was machen wir hier? 0 Chancen für einen kritischen Treffer. Hm. Hier begeben wir uns doch besser mal hier in Deckung irgendwie. Mann, Leute, 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 wie soll ich denn hier vorgehen? Hier mal in volle Deckung oder auf Feuerschutz gehen? Ich gehe hier mal auf Feuerschutz. Ich gebe Feuerschutz. Hier auf Feuerschutz mit der Pistole. Und was machen wir hier? Ebenfalls Feuerschutz oder... Jedenfalls davor schon jetzt. Ich hoffe, die werden wir doch nicht. Oh, oh. Gut, Rayman ist geschützt davor. Ja, das klappt nicht. Rayman hat da den Schild, der ist geschützt. Und jetzt, komm. Er schießt halt daneben, er schießt daneben. Das ist schade. Und was kommt jetzt? Und auch daneben geschossen. Oh Mann, 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 Mann. Muss mich zusammenreißen. Der geht halt voll auf dieses Relais, auf diesen Funkturm. Und ich ahne Böses. Ich ahne Böses. Was? Er markiert uns? Okay, die schießen also nicht auf unseren Sniper hier oben. Boah, Leute, jetzt haben wir aber Glück gehabt. Der muss hier schleunigst weg in Deckung. Der muss echt einfach weg hier. Daniel N.E.K. hätte mir hier beinahe verloren. Und können wir hier die Granate noch schmeißen? Ah, das geht halt wieder nicht. Okay. Oh, Entschuldigung. Okay, weiter geht's. Was haben wir hier? 36 immer noch. Das ist viel zu wenig, Leute. Das ist viel, viel zu wenig. Warum kommt er hier nicht besser zum Zug? Das ist etwas schade. Wie sieht's denn von hier oben aus? Nein, er sieht auch niemanden. Kann er mit der Granate da runter? Er kommt runter, aber er trifft nicht. Okay. Und hier zum Sektor. Ja, den Sektoiden, den erwischen wir aber. Na komm. So erwischen wir doch den. Jawohl, das machen wir. Das war da. Jawohl, 3 Schaden. Okay, und die Deckung natürlich weggeschossen. Hier sollten wir jetzt Flankierungsbonus 76. Komm, gönn ihn dir. Bam! 3 abgezogen, jawohl.
Und jetzt sollten wir ihn doch erwischen von hier aus. 86, okay.74%. Na komm, PV-Bock, hol ihn dir. Bam, der ist erledigt, jawohl. Einer weniger. Ziel eliminiert. Die Waffe verschlingt meine Munition. PV-Bock, also mit einer Beförderung, jawohl. Ich krieg doch hier die Granate noch runter. Komm, das klappt doch. Teilweise geht es ja schon. Oh Mann, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Wenn wir hier die Kamera drehen, geht doch das. Oh, den erwischen wir direkt nicht mehr. Das gibt's doch nicht. Das gibt's einfach nicht. Okay. Das hilft nichts. Da gehen wir auf Feuerschutz. Was für eine Granate? Ich hab doch nicht... Ich hab gesehen, dass ich auf Feuerschutz gedrückt habe. Und der wirft einfach eine Granate hin? Mann, was ist denn hier los? Das war jetzt überhaupt nicht cool. Diese Aktion, die... war jetzt völlig überflüssig. Aber okay, was soll man tun? Okay, Rainman nach vorne oder... wie viele Leben hat er noch? Der hat noch voll, was das Leben anbelangt. Wir stellen Rainman mal hier nach vorne. Ich hoffe, der aus dem... Rainman, geht mal hier nach vorne. Alles klar. Jetzt bin ich gespannt. Ja, der schießt hier halt immer noch unser Funkturm weg. Unser Funksignal. Oh, und ein Treffer. Oh, 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 jetzt. Das wird aber... Mann, Mann, Mann. Boah, wir hätten einen Medic mitnehmen müssen. Wir hätten einen Medic mitnehmen müssen. Leute, Leute, Leute. Klingt machbar. Was haben wir hier? Jetzt können wir ihn sehen. Er ist flankiert. Gönn ihn dir. Komm schon. Bam! Kritisch weggehauen, 8 Punkte abgezogen. Rainman on fire, sage ich da nur. Das hat gut funktioniert, Leute. Das hat gut geklappt. Hier sammeln wir mal, mal die Gegenstände noch auf. Illyrium Cannon, fortschrittliches Laservisier. Ja, aber hallo. Ich hab es. Und direkt mal noch nachladen. Steht jetzt hier ziemlich offen auf dem Feld zwar, aber ja, wir können hier mit dem Sniper Distanzschuss geben. Feuerschutz. Feuerschutz geben, jawohl. Hier müssen wir halt einfach nach vorne kommen. Bin schon dabei. Denn drinnen ist ja noch einer. Hier gehen wir ebenfalls mal Feuerschutz. Oh, und jetzt sind es schon mehrere. Und da kommt einer raus und die Sniper schlagen zu. Bam! 5 abgezogen. Das war geil. Oh, aber der schießt. Oh nein, nein, nein. Leute, 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 Leute. Meines 1-5, wir haben Sicht aufs Ziel. Rücken Sie vor und schützen Sie die Ausrüstung um jeden Preis. Ich hoffe, der trifft nicht. Ich hoffe, der schießt nicht. Nein, er schießt nicht. Er geht wieder rein. Ich werde flankiert! Was? Woher willst du flankieren? Mehrere Feinde nähern sich unserer Position. Oh Gott, oh Gott. Jetzt müssen wir echt aufpassen hier. Rainman könnte den holen mit 80. Ja, mach das mal. Komm. Bam. Erledigt. Das war echt gut. Reservemunition. Okay, jetzt müssen wir die Sniper hier rüberbringen. Die Sniper hier in Deckung. Für die nächste Position. Jawohl, für die nächste Runde. Und mal laden. Laden oder nein, ich bleib hier auf Feuerschutz mit der Pistole. Was haben wir hier? Hier gehen wir nach vorne. Jawohl. Bin dabei. Wer ist da noch drin? Aber Blickkontakt zu einer Adventstelle. Oh ja. Aber von da aus haben wir sie flankiert. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber die legen jetzt natürlich los. Oh, und ich Idiot. Ich hätte da nicht unseren
Der sieht schon ein. Okay, ich hätte dann nicht unseren Rekruten hochschicken sollen. Naja, egal. Ich gehe schon. Die Sniper sind in Position. Gehen auf Feuerschutz. Bestätigt, Überwachung läuft. Was machen wir hier? Hier gehen wir mal aufs Dach rauf. Da müssen wir echt aufpassen. Der ist schon ziemlich angehittet hier. Und da kommen unsere Feinde. Und ich hoffe natürlich, dass die Sniper schon eine gehörige Portion Schaden anrichten. Durch den Feuerschutz halt. Ich hoffe es. Advent Bodentruppen. Und jetzt, wo sind unsere Sniper? Wieso sehen die nichts? Oh Mann, 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 Mann. Und deshalb wollte ich nicht den Rekruten schicken. Der wird doch jetzt bestimmt wieder... Was? Ach so, okay. Das ist nicht so schlimm. Boah, das schreit ja förmlich nach einer Granate, Leute. Wir werden natürlich da unser... Was ist denn jetzt los? Okay. Wir werden dann natürlich auch unser Gerät demolieren. Aber erstmal hier die Sniper. Wieso können denn die Sniper die Leute da drüben nicht sehen? Das kann ich mir jetzt nicht ganz erklären, ehrlich gesagt. Okay, der hat aber alles im Griff hier. 94. 92 hier drüben. 46. Ja, okay, dann müssen wir da mal reinhalten. Sauber Schuss. Vier Punkte abgezogen. Warum trifft er hier halt nicht? Ist jetzt echt gefährlich. Wir begeben uns mal hier nach oben. Und von hierher kann er die Leute halt sehen. Aber okay, er kann nichts mehr ausrichten. Und hier schmeißen wir doch mal echt die Granate rein. Also bitte, aber... Also hallo, aber... Das ist doch prädestiniert. Okay, das machen wir nicht. Das mit dem Schaden, das habe ich mir halt fast gedacht, aber... 82. Ich muss halt 65 auf den Desektoid nur 49. Okay. Oh, schon wieder falsch gedrückt. Entschuldigung. Was haben wir hier oben? 72. Da müssen wir uns vor allen Dingen wieder in Deckung begeben. Ansonsten werden wir doch wieder ein leichtes Ziel sein. Roger. Und jetzt... Was haben wir? 49, 47, 69. Was können wir mit der Granatrakete ausrichten? Da würden wir zwei hitten. Können wir alle drei? Kriegen wir alle drei rein? Ich bin mir nicht sicher. So, kriegen wir doch alle drei rein. Jawohl, ich denke ja. Ich denke, das versuchen wir. Alle drei, komm schon. Das wäre ja geil. Zwei einfach mal erledigt. Boah, das war geil. Das war jetzt richtig, richtig geil. Was machen wir hier? Ohne Scheiß, ich weiß es noch nicht. Und hier ebenfalls mit Rain Man, da müssen wir echt auch aufpassen. Ich möchte hier schon... Wir müssen eingreifen. Ich meine, das unser Funksender, es wird langsam eng hier, aber... Soll ich hier mal versuchen zu flankieren oder... Es ist halt echt schwierig. Wir machen das wie folgt. Unsere Crew geht mal etwas weg und in volle Deckung. Und er kann immer noch alle sehen. 52 hier hinten. Na, oh, das ist halt viel zu wenig. Okay, mal sehen. Rain Man kann auch hier jetzt in volle Deckung gehen. Jawohl, das tun wir hier.
nur noch ein Schuss halt. 68. Na los, das machen wir mal. Bam! Treffer! 5 Schadenspunkte. Okay, das heißt, wenn wir ihn holen würden, hier mit 32. Wie sieht es denn aus, wenn ich die Granate hier hinschmeiße, sodass er nicht getroffen wird? So. Nimm das! Das versuchen wir jetzt mal. Ich hoffe, dass das 3 abzieht. Das hat überhaupt nichts gebracht. Das ist jetzt echt. Das ging ja voll in die Hose, Leute. Ja, das prallt am Rayman ab. Da ist er immun dagegen. Der hat jetzt hier daneben gehauen, oder was? Warum hat das nichts abgezogen? Oh, oh. Boah, das war knapp. Das war knapp. Den hätten wir direkt verloren. Leute, den hätten wir direkt mal verloren. Boah, das war jetzt echt, echt unheimlich knapp. Boah, der zieht echt viel ab. Mann, Mann, Mann. Jetzt müssen wir den Scheißkerl legen. Hier haben wir keine Munition mehr mit Rain Man. Okay. Mal sehen, was haben wir hier? Was können wir anbieten? 39%. Hier hinten 67. Was hätten wir denn hier noch anzubieten? 56. Mal sehen. Der zweite Sniper haben wir doch hier oben noch. Und der Sniper könnte hier halt legen. Das versuchen wir. Na komm schon, hol ihn dir. Bam! Der hat gesessen und der wurde doch gelegt. Zufrieden? Aber wie? Sowas von zufrieden, Leute. Hier versuchen wir auch den Schuss. Boah, der ging daneben. Leute, der ging leider daneben. Fehlschuss. Das ist jetzt nicht gut. Was haben wir hier? 52%. Na komm. 3 abgezogen. Das heißt doch jetzt mit Rain Man? Jawohl, 3. Das können wir doch jetzt mit Rain Man erledigen. Mit dem Schwerthieb können wir doch den jetzt erledigen. Oder bin ich hier falsch? Mal sehen. Wenn wir hier hingehen, können wir den erledigen. Jawohl. Bam! Rain Man erlegt einen weiteren Soldaten. Habt ihr das gesehen? Und wie ich das gesehen habe? Jetzt müssten wir hier halt einfach noch treffen. Unbedingt treffen. Soll ich hier noch in volle Deckung bewegen? Oder? Ich bewege mich hier mal noch in volle Deckung. Denn der hat nur noch 2 Lebenspunkte. Das wird halt einfach kritisch ansonsten. Und dann gehen wir mal auf Feuerschutz. Scanne Gebiet. Jetzt, er kann schon schießen. Hoffentlich gibt es einen Treffer. Und das gibt einen Treffer und der ist gelegt. Leute, yeah! Wie geil ist das denn? Ziel neutralisiert. Boah, das war jetzt geil. Jawohl. Bestätigt. Alle Feinde erledigt und Boah. Gebiet gesichert. Freunde. 5 Status bestätigt. Mission erfüllt. Oh, wie geil, Freunde. Das ging ja zu und her hier. Rain Man on fire, kann ich nur sagen. Die beiden Sniper geben alles. Boah, das hat jetzt Spaß gemacht. Der Rekrut hat überlebt. Part-Time Insane hat überlebt und bereits gute Dienste vollbracht, würde ich sagen. Boah, Rain Man mit der Klinge voll reingedonnert. Leute, es läuft, es läuft. Operation Manischer Apoll erfolgreich bestritten. Boah, so kann es weitergehen. So kann es weitergehen. Ja, Casey. Nicht Case, Entschuldigung, Rocky, da kannst du sowas von zufrieden sein. Warum dauert es denn jetzt so lange, bis das geladen ist hier? Ich hoffe, das Spiel schmiert jetzt hier nicht wieder ab. Nein, hier sind wir doch. Und wieder ab nach Hause. Das war eine geile Mission, Leute. Boah, so kann es weitergehen. Oh yeah, das sind unsere Helden. 2 Beförderungen.
PV-Bock wird befördert. Wow, yeah. Und was haben wir hier? Wir haben den Sprengschutz wieder oder zerfetzen. Deine Kanonenangriffe zerfetzen Rüstung. Und ich glaube, PV-Bock wird zum Rüstungskiller. Beim Casey haben wir noch die Defensiv-Variante. Bei PV-Bock gehen wir eher ein bisschen offensiv. Und Part-Time Insane wird zum Ranger befördert. Jawohl, herzlichen Glückwunsch. Oh yeah. Die Ranger sind aber auch echt geil. Und hier ein Illyrium, das kleine geschlossene Illyrium-Probe. Diese kleine geschlossene Illyrium-Probe dienen der Energieversorgung der Alien-Strahlenwaffen. Wir können mit ihnen eine Vielzahl von fortschrittlichen Waffenrüstungen und Munitionstypen antreiben. Oh yeah! Fortschrittliches Laservisier? Was bringt uns das? Erhöht kritische Trefferchance um 10%. Der Bonus steigt mit abnehmender Distanz zum Ziel. Ah, definitiv für einen Sniper. Hallo, mein Freund. 152 Vorräte? Jawohl. Reduzierter Wille. Okay. Daniel Nick will sich also in weiteren Einsätzen aufdrängen. Na, aber hallo doch. Aber an dieser Stelle hier wieder ein Cut, eine Aufnahmepause. Ich würde sagen, vielen Dank, seid ihr mit dabei. Hoffe, auch beim nächsten Mal seid ihr mit dabei. Vielen Dank für den fetten Support. Ballert doch den Like-Button, das würde mich sehr, sehr freuen. Sämtliche Kommentare sind natürlich erwünscht. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao aus der Welt von Unicorn. Die Aliens bieten ihnen etwas, was wir nicht haben. Etwas, wofür viele Menschen alles geben würden. Da irren Sie sich, Doktor. Wir bieten Frieden, auch wenn das bedeutet, weiter menschliches Leid in Kauf zu nehmen. Ich hoffe, Sie sehen es genauso. Habe ich etwas dazwischen gequatscht? Entschuldigung! Tschüss!